Und eins! Volksfest viel Ballermann und Schlagermusik gespielt wird. Daran haben sich ja viele mittlerweile gewöhnt. Aber Elektro, passt es überhaupt hierher? So sicher bin ich mir da noch nicht. Doch die Stimmung spricht schon mal für sich. Rund 3000 Besucher feiern gestern Abend im Sonja-Merz-Zelt bei der ersten Elektroparty auf dem Cannstatter Volksfest. Das passt doch eigentlich gar nicht, oder? Natürlich, Stuttgart ist eine elektronische Stadt, deswegen passt sie ja. Aber auf Volksfest muss es sein? Ja, muss sein. Warum? Weil es fehlt. Ich finde, hier ist eine viel bessere Stimmung, als wenn man in ein Zelt geht, wo Schlagermusik läuft. Wie passt Elektro hierher auf den Vasen? Gar nicht. Nee, wirklich nicht. Überhaupt nicht. Warum bist du dann da? Weil es geil ist. Ich glaube, auf den Vasen gehört Ballermann-Musik. Wobei das auch nicht jedermanns Geschmack ist. Dadurch, dass es einmal stattfindet in der kompletten Vasensaison jetzt, passt es dazu wirklich super, weil sonst wäre nicht so viel los. Geht mega, sieht's ja, das ist echt geil. Warum sind Sie heute Abend hier? Weil ich seit 10 Jahren nicht mehr auf dem Vasen war, nur wegen dem hierher gekommen bin, weil ich das liebe, also das ist so meine Musik. Das ist das beste Volksfest, das ich bisher erlebt habe. Es ist viel besser als diese langweilige Musik. Auch in der kleinen Jägermeisterbar nebenan ist Schlager passé. Hier wird auf Techno gesetzt und das sogar täglich. Die Leute nehmen es sehr, sehr gut an. Hätte ich nicht gedacht. Und eigentlich fast immer gut ausgefüllt bzw. volles Haus. Super. Scheint sich also hier auf dem Vasen zu etablieren. Die Zeit ist reif. Auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Doch egal ob. Oder die Hauptsache ist doch, gemeinsam auf dem Volksfest Spaß zu haben.